sind wir wieder. Ach, jetzt wolltest du anfangen zu begrüßen. Eieieiei. Nein, Spaß. Ja, wir sind wieder zurück mit Super Metroid und ich muss ja gestehen, dass mir ein kleines Malheur passiert ist gestern. Ja. Ich habe nicht warten wollen bis zum nächsten. Nein, ich wollte, weil der Daniel meinte, dass wir noch ein paar Raketen brauchen, wollte ich mich auf den Weg machen, die mal zu suchen, dass das nicht so langweilig für euch wird, dass wir heute direkt mit Krokomeyer weitermachen können. Bin dann dummerweise aus Versehen direkt runter zum Krokomeyer und hab dann gedacht, ey gut, komm, einmal kannst du ja versuchen, den Platz zu machen und hab's dann im ersten Anlauf auch direkt geschafft. Ja. Oder Krokomeyer, wie auch immer er heißt. Genau. So Deutsch. Ja, wir sind doch auch Deutsch. Also, auf gut Deutsch, wir haben den Krokomeyer, wie auch immer er heißt, besiegt. Haben aber noch nicht weitergemacht. Wir starten jetzt an der Stelle einfach wieder. Saved hattest du schon, bist schon an genau, ich habe genau. Nur hier unten links jetzt mal den Teil ein bisschen angeguckt, aber auch nur einen Raum, wie du siehst. Einen Raum nur, genau. Ja. Ja, und dann mal ja, dann legen wir mal los jetzt hier. Ach, so schön. Wunderbar, immer wieder. So. Jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir ja eben noch gesehen, wir müssen eigentlich noch den Dingsbums holen. Den Energietank, genau. Nein, aber nicht hier, sondern hier. Ja, du bist hochgegangen. Nee, runter. So, und hier, ach so, ich zeige jetzt mal ganz kurz. Hier kam er dann von links nochmal an dieser Stachelwand raus und ist dann hier als halbes Skelett oder ganzes Skelett irgendwie. Ne? Haben wir uns gerade schon gesehen? Gerade schon gesehen, wenn man es nicht macht. Nein, also springen ist dann nichts. Da sieht man schon oben, sind die Dinger für den Grappling Beam. Detached. Wir müssen ja erstmal den Grappling Beam holen. Objective Grappling Beam. Alles klar. Kriegen wir hin. Dafür gehen wir dann nach links, wa? Ich glaube, wir gehen nach links. Aber nicht, nicht in die Lava. Ja. Ich habe gesagt, nicht in die Lava. Nicht in die Lava. Eieiei. Schreib's dir auf. Komm, ich muss erstmal hier wieder warm werden mit dem Spiel. Ist schon so lange her, dass ich... Hast du die Steuerung schon wieder verstellt oder was? Ja, ich muss mich erstmal dran gewöhnen hier, dass jetzt hier Laufen auf X ist. Das ja. So, müssen wir runter oder nach links? Geh mal runter. Ja, also rechts ist noch eine Speicherstation, wenn du magst. Ja, da waren wir eben. Also wir haben ja eben noch gespeichert, dann gehen wir erstmal direkt runter. Links oben sehe ich gerade, wäre auch was gewesen. Direkt? Ja, da gibt es Powerbomben, aber da kommst du nur mit dem Grappling Beam hoch, weil du dich an diesen grünen Viechern festhalten musst. Ich überlege nur, links ist Wasser, da kommen wir wahrscheinlich nicht weiter, weil du keine... Weil ich keinen Water Suit oder wie auch immer der heißt anhabe. Ja, hier kommen wir sowieso nicht weiter, weil wir nur von der anderen Seite aufmachen können. Okay. So, also runter mit dir. Und die erste Tür rechts könntest du, glaube ich, nehmen. Ja, die nicht fallen lassen, sondern die nehmen. Die da? Ja. Weil dann müssten wir eigentlich rüberkommen und uns ein paar Missiles schnappen. Gestösch. Ich hab's eben im letzten Moment noch gesehen, dass da oben Viecher hängen. Mhm. Jetzt hängen natürlich keine mehr da, ist ja klar. Da musst du jetzt ein bisschen aufpassen, weil die kommen ja natürlich immer wieder. Plus, bitte nicht. Und Lava. Oh, ja. Guck mal, da ist souverän. Guck mal, souverän, so wie der Krokomeyer gestern. Du kannst spielen und dann machst du es einfach. Nee, nix da. Ich spiele heute und du das nächste Mal wieder. Okay. Oder in der nächsten guck mal, Session. Guck mal, ob du da was wegsprengen kannst. Ach ja. Ich bin mir nicht sicher, ob es da nicht mal was gibt. Ich glaub nicht. Vergiss nicht, da kommen wir. Ja. Saw it. Halben Zentimeter vor und wieder. Ja. Und weg. Ich glaube, du könntest sogar mit dem Powerboot durchrennen bis zur Tür. Oder? So ähnlich. So ungefähr machen wir das ja auch. Dann kannst du nur noch ganz runter jetzt. Nein! Zu spät. Gehen wir nach rechts. Du könntest doch diese ganzen schönen Steine durch eine Superbomb weghauen. So, durch eine Superbomb dann. Ja, ich würde. Oder in der Mitte irgendwo eher, oder? Ist da, das egal? Je mehr du im Bildschirm siehst, umso schöner. Schön. Ich jetzt aber nicht weiter. Da laufe sie mal weiter. Ja.
musste entweder durchrollen oder hätte durchrennen können. Ach ja. Aber whatever. Ich glaube, das müssen wir sowieso machen, weil wir da hochspringen müssen, mein Lieber. Mal. Hochspringen. Korrekt. An der Stelle. Nein. Sie laufen bitte zurück. Zurück? Ja. Ach, könnte ich hochspringen. Rollst dich da durch, gehst bis ganz hinten an die Wand. Und renn dann ganz durch. Rennst ganz nach links und wenn du die Sprungschanze erreichst, drückst du bitte springen. Springen. Welcher Knopf war denn das nochmal? Ich glaube, das war der, den du mir verstellt hast. Nein, das ist genau der einzige, den ich hier nicht verstellt habe. So, und noch einmal bitte. Und drück! Springen! Wow, was ein super Sprung. Hammer. Alter Schwede. Grappling Beam. Tada! Yeah, Grappling Beam. Ah, schön. Musst du halt in den Specials dann auswählen. Ich wollte gerade fragen, ist der jetzt auch automatisch dann drin oder wechselt man den mit dem eigentlichen Schuss? Ja. Nein, ja, da ist er, genau. So. Ah. Kann man doch bestimmt in den Raum hier direkt ausprobieren, oder? Nicht da oben, genau. Okay. Ja. Okay, mit gedrückt halten wahrscheinlich dann. Yes. Tüdüp-tüp. Tüdüp-tüp, nicht wir so hektisch. Wir kriegen das. So hektisch. Ja, wir kriegen das alles hin. Kannst ihn auch verlängern, genau. Schick. So, und dann... Schicke Sache. Wieder Suruk. Da auch, weil du hast noch keine Wassersuit. Oder? Nein. Oh. Das sag ich ja. Hör doch mal auf mich. Ach, da oben sieht man... Ja, ich... Ich glaube, da oben sieht man auch. Ich glaube, da oben sieht man auch, dass man den Grappling Beam benutzen könnte. Ui. Schön ist, dass damit auch die Türen aufgehen. Einfrieren. Nee, ja, ja, ja. Nee. Muss ja erstmal hier. Hoch. Mal gucken, wie souverän er unterwegs ist. Ah ja, langsam komme ich in das Spiel rein. Es ist ja fast eins meiner neuen Lieblingsspiele geworden, muss ich ja schon fast gestehen. Weil es so schön tiefgreifend ist. Ah, das war zu knapp. Ja, ein Glück, er trinkt es ja nicht im Wasser. Hui. Schei. Ah, das war ja dämlich! Das dauert jetzt. Aber ich verliere keine Energie, kurioserweise. Nein, das ist ja auch nur Wasser. Achso, ich dachte, dass man da gar nicht... dass man du da, bewegst halt nur Mau. Okay. Grün. Ah, grün. Ich glaube grün, ja. Aber mit grün gehen die auf. Ich glaube auch, dass man mit grün weiterkommt an der Stelle. Nach oben. Jawohl, Chef. Obwohl, wir könnten uns die Missiles holen. Wie kommen wir denn in die Missiles eigentlich ran? Beim Turkom hier? Nein, hier in dem anderen Raum unten, wo wir eben so schön hochgesprungen sind. Wahrscheinlich mit dem Beam. Ja, Grappling Beam. Da sind doch so Viecher rumgeflogen, oder? Überall Viecher rum. Ja, weiß ich doch. Zu spät. Aus dem Bildschirm. Nee, doch nicht. Ist da oben noch eine? Kann man auch nicht mehr aufnehmen. Mist. Düp, düp, düp. Nee, rechts hoch. Wie rechts hoch? Naja, jetzt nach links und dann rechts hoch. Ja, nach links. Mit der Ruhe hier. Es kann auch sein, dass es nur mit der Screw Attack geht. Also dem mit dem Sprung. Ich bin endlich nicht. Ja, aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren hier. Nee, das funktioniert doch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob oben an der Decke nochmal so Grappling. Nee, dann gehen wir doch wieder hoch. Ja, stimmt, die werden ja auch eingezeichnet auf der Karte. ja, nee, blöd, du kommst hier nicht hoch. Weißt du, warum? Wenn du es mir sagst, schon, ja. Weil da keine Stufen mehr mit diesem. Ich geh mal speichern. Und du guckst den besten da Weg aus. Da ist kein Speicherpunkt. Oh, dann gehe ich jetzt nicht speichern. Wo war denn der Speicherpunkt? Der war doch hier in der Nähe. Nein, oder? Der war noch höher. Noch höher! Also einmal noch eine Runde Superbomb, wieder rennen, wieder springen, wieder zum Chip Grappling Beam und dann noch vorne. Mein Navigator. Ich trink mal was. Ja, trink mal was. Du hast was vergessen, mein Freund.
Ja, doch. Lass mich doch erstmal die anderen Viecher fertig machen. Achso. Und los! Richtig. Deswegen sagte ich beim ersten Mal. Jetzt ruhig nochmal sagen können. Nein. Ich weiß, wiederholen bringt sich ein, aber. Das war aber gerade nochmal. Ja, da oben sind halt die Viecher. Aber da kommen wir halt nicht hin, ja? Ja, kannst du probieren. Grappling Hook. Ach, kann man sich an die mit Grappling Hook? That's what I told you. Das wird aber hier eine Herausforderung. Ich weiß. Das Blöde ist, die bewegen sich halt auch nicht mehr, wenn du. Nee. So funktioniert es schon mal nicht. Schade. Ja. Joho, jetzt wird es knapp langsam. Ist auch immer so ein schönes Geräusch. Oh mein Gott, jetzt ist es kritisch. Ich glaube, das heben wir uns für einen anderen Punkt auf. Einen anderen Zeitpunkt. Ja. Jetzt könnte man so ein komisches Loch kommen, wo die Viecher immer rauskommen. Automatisch. Aber nein! Kommt, glaube ich, vielleicht. Nee. Du. Nein. Ach ja, ich, du musst gar nichts sagen. Gar nichts. Du musst nichts sagen. Warum tust du das? Toll. Haben wir jetzt nochmal gespeichert oder müssen wir das alles nochmal machen? Alles nochmal machen, ja? Mm. Na super. Ach, ich liebe diese Musik. Das ist dafür, dass du den letzten Boss ohne mich gemacht hast. So, jetzt hast du ja den Vorteil, du weißt, was du zu machen hast. Ja, weiß ich, was ich hier tun muss. Ja. Und du hast jetzt direkt mal die Missions übersehen. Weiß ich das alles noch? Ah nee, Quatsch, die kommen noch. Kann sagen, bin ich da nervös. Da müssen wir nachher hin mit dem Grappling Beam. Ganz ruhig! Der Abend hat gerade erst angefangen. Nee, lass mal. Das. Das kriege ich auch so hin. Hier kann man nicht weiter. Rechts. Genau. Kriegt man die jetzt hier mit einem Dings kaputt, mit einer Bombe? Hab ich das richtig in Erinnerung? Nee, ne? Machst du. Also eine Superrakete oder fünf normale Raketen? Ah, ja, gut. Genau. Stimmt, das war das mit dem Wasser hier. Nein, mit der Lava. Genau. Hä? Bin ich nicht kaputt? Nee, die gehen nur kaputt, wenn sie in den Boden fliegen. Aha. Wie auch immer. Ganz souverän habe ich uns ein paar Missiles geholt jetzt. Was jetzt? 50. 55. Mhm. Ich glaube 55. Da war das 55. Und stehst. Ah, wieder in der Lava. Macht nichts. Kriegen wir so aufgelöst. Hat nicht so gut geklappt mit dem Durchhalten. Nee. War kein guter Tipp, Daniel. Nee. So. Jetzt lege ich mal hier meine Superbombe. Und renne und springe. Das könnte zu früh gewesen sein. Nein, das Spiel ist gnädig und gibt uns hier eine große Plattform vorne.
So, guck mal, als hätten wir es die ganze Zeit nicht anders gemacht. Als wüssten wir, wo wir da langlaufen. Als wüsste der Sven, was er hier tut. Ja. So. Zack. Es wäre natürlich schlimm, wär, wenn du genau kurz vorher abgemacht hättest und runtergefallen wärst. Tja. Beschrei's nicht. Ich hab's ja nicht getan. Oh je. Drama. Ja, wie so ein alter Oma hier. Zack. Oh. Was tust du? Ja, das frage ich mich jeden Tag. So, jetzt aber. Meinst du? So. Na, was macht die denn? Warum hat die denn losgelassen? Weil du die auch losgelassen hast. Das ist nicht richtig. Das stimmt nur bedingt. Und hepp, spring Samus, spring! Ach, Gott sei Dank. So, wo müssen wir jetzt hin? Hoch. Ich glaube, wir müssen nach oben, ne? Hoch. Jetzt können wir uns beim Krokomir die Dings holen. Jetzt gehen wir erstmal abspeichern rechts. Jawohl, Chef. Perfekt. Und jetzt kannst du überlegen, wie du da hochkommst. Toll. So. Und was ist mit links dem Vieh? Links dem Vieh? Zum Kröppeln? Stimmt, links ist ja noch der Raum. Nur so ja, nur ja, 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 ja. Im Wrestling, aber. Vielleicht erwischst du es nicht ganz weit bei dir, sondern weiter drüben, damit du weiter schwingen kannst. Jawohl, Chef. Nicht? Ja, ein bisschen Übung brauche ich schon. Ah. Guck mal, als hätte er nie was anderes gemacht. Ah. Zu früh. Ja, ein zu wenig, hab ich gesehen. Ah, Superbombe. Die kannst du auch gleich da zünden. Also Powerbomb. Ja. Ah, schade. Wie? Nein! Verdammt! Genau. Erstmal rechts. So. Und dann jetzt wieder rechts hoch. Ja, zu Übungszwecken versuche ich das jetzt mal auf demselben Weg wieder zurückzumachen. Mhm. Das funktioniert schon mal. Wobei oben kommt ja auch wieder eine Speicherstation. Ne? Nee, war jetzt wirklich nur für mich mal zu Übungszwecken, dass ich mal lerne, hier den Grappling Beam ein bisschen. Wobei der jetzt auf der rechten Kante, rechten Seite echt easy, weil du halt die ganze Decke hast mit diesem. Ja. Sagt er und ich falle wahrscheinlich jetzt dreimal in die Lava. Ja. Na, ich wusste es, ich wusste es. Rückwärts gesprungen, auch nicht schlecht. Und im Flug gedreht. Ja, das muss mir erstmal einer nachmachen. Das sind vier Energietanks. Das ist ein Traum. Bam und alle direkt voll. Jetzt das kannst du es dir leisten, nochmal reinzufallen in die Lava. Und er tut's auch direkt. Ja, wenn du das sagst. So, dann gehen wir mal hoch und speichern schnell. Mhm. Ich weiß, ich bin ein Speicherschisser. Guck mal hier an der Stelle, meine ich.
Da zeigt er auch immer noch irgendwas an, aber ich habe keine Ahnung, was da sein soll, weil hier ist nämlich auch überhaupt nichts eingezeichnet in der Lösung. Na, dann hättest du vielleicht da nochmal eine Bombe zünden können. Ja. Das können wir gleich nochmal machen. Eine Superbomb. Eine Superbomb. Na ja, komm, wenn wir jetzt hier sind, machen wir das. So, es muss ja hier sein. Ja. Ja, das meinte ich, ne? Hier zeigt er immer noch an, da war mal was. Ja, ja, aber wenn du da nichts gefunden hast. Ne. Hier ist halt de facto nichts. Weiß nicht, was er da. Dann ist das einfach nur der Endgegner, der da angezeigt wurde. Das wird es wahrscheinlich sein, ja. Gut, wir gehen speichern. So, wo müssen wir als nächstes hin? Danach? Links hoch. Oder kamen wir von links unten? Nee, du musst links hoch. Weil da oben ist ja noch blau hinterlegt auf der Karte. Das ist zweifellos richtig. Hoch oder links? Wo müssen wir denn hin? Das ist jetzt wurscht. Ich gucke nur gerade mal, wo wir auf der Karte rauskommen. Nicht geschafft, den Sprung. Gerade mal gucken, wo du bist. Ja, mach mal. Der ganz große Raum, wo es Missiles gibt. Ganz große Raum, wo es Missiles gibt. Wo es eine Missile gibt. Da. Das müsste. Nein. Von Seite 37. Guck doch mal in der Komplettkarte. Weiter auf Seite 9. Da, da bin ich. Ah ja. Ah, links gibt's den Wavebeam. Nee, hä? Nein, genau ist er, da bist du nicht. Sieht aber genauso aus wie die Stelle, dann bin ich da. Ja, da war der Krokomir. Da sind wir jetzt. Ja. Gut, wo müssen wir hin? Weiter nach links wahrscheinlich, gell? Ja. Ach, du machst das schon. Ich guck einfach hier im Heft rum. So. Ja, dann gucken wir doch auch mal auf die Karte. Wir müssten wahrscheinlich jetzt. Eigentlich sind wir hier fast fertig, oder was ist denn hier? An der Stelle. Guck mal. Auch wieder Gegner. Endgegner. Da müssen wir wahrscheinlich dann als nächstes hin, oder? Und hier, da müssen wir. Hier, guck mal, hier müssen wir wahrscheinlich hin. Da ist nochmal den Wavebeam, ist das wahrscheinlich an der Stelle, ne? Also die nächste rechts. Du kannst ja jetzt eh nur nach links. Nach rechts. Oder wo bist du denn jetzt reingegangen? Ich bin jetzt hier. Ja, dann kommen wir ja da wieder hoch. Genau. Ne, das ist der Safe-Raum. Ja, den brauchen wir jetzt nicht. Obwohl ging es vom Safe-Raum aus. Ich gucke mal. Darüber. Du bist ganz da hinten. Genau, darüber und dann muss ich mir. Da kann ich aber durch. Durch den Safe-Raum und dann ganz hier rüber und hier durch. Ja, stimmt, da kannst du rüber rennen. Obwohl, nee, da kommen wir nicht mehr hoch. Da müssen wir doch eins oben drüber weiter. Und dann kommen wir nämlich von. Nee, du kannst da doch durchrennen. Ja? Warte mal, lass mal gucken. Ja, könntest du. Nee, stimmt, hast recht. Ja, jetzt weiß ich wieder, wo du hin. Weil da kommen wir nicht mehr hoch, glaube ich, ne? An der Stelle. Das heißt, wir müssten dann hier runter. Aber es geht ja auch hier runter und dann da hoch. Ja, alles gut. Ich gehe mal hier lang. Na dann, wie gesagt, du machst das schon. Bestimmt. Wie gesagt, du musst woanders lang, aber. Ne, ich würde jetzt hier runter. Warte mal, hier rüber. Dann den Weg hier runter. Und hier wieder hoch. Weil hier kommen wir, glaube ich, nicht hoch. An der Stelle. Dann machen wir.
jetzt nicht mehr nach oben. Hier gibt es angeblich irgendwo auch Missiles, die habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Das war doch das, was wir da drüben gefunden haben, das war die über den... Hatten wir die schon gefunden? Ja, ja. Ah, ja, okay. Ich versuch's mal, ich... Gucken, ob wir hier irgendwie hochkommen. Nee, nee, da hatte ich ja schon mal versucht, ganz zu anfangen. Okay, dann müssen wir runter. Dann müssen wir den unteren Weg einfach lang gehen. Ja, aber nicht den, sondern den. Geradeaus nach rechts durch. So, auch weiter nach rechts wieder, ne? Nach rechts weiter. Weiter nach rechts. Ich glaube, wir müssen immer nach rechts. Aber hier traue ich mich nicht. Da wollen wir halt schon mal. Oben schießen. Jawohl. Und vielleicht nicht wieder runterfallen. Gib mir Mühe. Und dich nicht treffen lassen, wenn es geht. Auch noch. So. Ach ja, das war das. Genau. Nee, das war nicht. Danach zwei Türen hoch und nach rechts. Mhm. Krieg mal hin. Ja. Sonst gibt's da nicht drüber, gell? Wobei. Nee. Doch. Was ist denn die Tür? Nee. Ja, die kriegst du aber nicht auf, mein Freund. Warum? Hä? Warum krieg ich nicht auf? Weil die mit dem Wavebeam aufgeht. Hä? Ich dachte, eine Wavebeam. Wavebeam gibt's da hinten. Ja, aber dann müssen wir doch anders rum. Blau? Kriegen wir noch auf? Blaue Dings. Ja, das heißt, wo lang? Safe-Punkt noch. Aber die habe ich, glaube ich, schon geholt, die Missiles, weil hier kommen wir mit dem Grappling-Beam rüber. Und die Missiles habe ich aber, glaube ich, schon. Safe-Punkt. Also du kannst es, also ja genau das kannst du natürlich auch noch schnappen.
Genau. Du kannst auch nach ganz rechts oben gehen, wobei das nicht so ist. Du kannst aber da noch ganz nach links gehen. Hier ganz nach links? Ja. Hä? Bin auch ganz links. Nein, da geht's noch weiter. Geht's hier weiter? Da geht's weiter. Da ist eine Tür hinten dran. Dann kommst du dahin. Kommst nochmal zur Reserve Tankmissiles. Mach mal eine Superbombe. Superbombe. Ja. Du darfst ruhig Superbombe sagen. Ich verstehe das schon. Da oben. So ist das. Wir können die Bombe auch einfach die Geheimnisentlüfterbombe nennen. Nee, mit Entlüfterbombe, das klingt irgendwie uncool. Ah! Hä? Hä? Ja, und da ist noch ein Energietank auf der Ecke, aber du musst jetzt aus der Lava raus. Richtig. Yeah! Das lohnt sich doch richtig, da gehen wir direkt mal speichern. Schaffst du es noch? Zurück? Gucken wir mal, warum steht hier jetzt Auto? Weil wir vier schon haben, oder was? Das Schöne ist ja, dass man auf die eingefrorenen Gegner auch drauf starten kann. Sehr gut, so. Kommst du noch ganz nach rechts oben. Jetzt durch Grappling und rechts hoch. Grappling. Ja, ich geh erstmal speichern. Du bist heute zu nervös. Ja, furchtbar. Zu nervös. Viel zu nervös. Sonst kommen wir halt nicht mehr nach dahin, wo wir eben wollten. Ich glaube, ich muss jetzt auch den Grappling nehmen, ne? Ja, nur kommen wir da ja nicht hin, wenn du die ganzen Gegner kaputt schießt, anstatt dich dran drauf zu hüpfen. Dann gehe ich doch direkt spontan nochmal zurück. Einfrieren mit einem Schuss drauf hüpfen. Ich glaube, man muss ja auch einfrieren. Hä? In den. So lange. Der andere. Okay, also du bist heute ein bisschen nervös. Ich bin nicht nervös, nein. Es ist eine reine Koordinationssache irgendwie hier gerade. Das kriegen wir noch. Guck mal. So, und jetzt nochmal. Bitte. Oh, sag mal, das gibt's doch nicht. Hast du heute Abend schon was getrunken? Nein. Bitte, sag mal. Ja, das war mir klar. Der obere ist aber auch sofort weg irgendwie. Ganz merkwürdiges Spiel. Ganz merkwürdiges genau. Spiel. Warum ist das nochmal das beste Spiel überhaupt? Vielleicht gehst du nochmal. Ne? Ja, toll da. Dann musst du nochmal einmal komplett außen rum. Wer will hier hochkommen jetzt? Hammer, kann doch nicht wahr sein. Ich würde sagen, komplett außen rum. Super. Ich freue mich. Das heißt, wo lang? Komplett außenrum. Da lang, da lang, da unten rum, dann da wieder hoch. Aber es muss doch einen anderen Weg geben dahin. Mensch, mach mal Pause. Manchmal ist das auch nicht so ersichtlich, wann er jetzt auf die Viecher draufspringt und wann nicht. Wenn du in diesem Rotationssprung bist, dann Thank you.
Toll, der Grappling Beam macht die direkt kaputt. Das ist ja auch super. Keine Chance, ich komme hier nicht weiter. Ich muss außen rum. Ja. Keine Chance. Oh Mann! Was ein Mist. Ich guck mir noch mal das an hier. Gehe ich denn jetzt richtig hier? Ganz links zurück. Hätten wir eigentlich auch. Ja, wahrscheinlich. Hätten wir nicht hier unten noch lang gehen können? Guck mal, du bist jetzt da. Ja. Oder? Nee, warte mal. Ich bin hier. Ja, das ist richtig. Hättest du nicht auch über Crocom mir hier rechts reingehen können? Nee, Moment, ich bin. Dann kommen wir hier. Ich bin hier, glaube ich. Ja, mal so. Ich bin Safe Point, runter, darüber. Ja, ich bin hier. Man hätten wir nicht nach Krokomir hier lang, da ist nochmal eine Energie. Dings. Ja, machen wir jetzt. Und dann hoch, ja. Wobei wir kommen hier an zwei Stellen nach oben. Der Wave Beam ist hier drüben. Ist halt so geil aus dem, in dem, hier in der Lösung oder in dem Dings, im Spieleberater kommen so innerhalb eines Satzes nach dem Boss Krokomir direkt zum Wavebeam. Ja, das ist ja das, was ich letztes Mal schon festgestellt habe, nur dass die Karte auch überhaupt nicht komplett vorne drin ist, sondern nur hinten. Nee, komm ich jetzt hier nicht hoch oder was? Ach, weißt du was? Hm? Erzähl. Das ist eigentlich faul. Also wenn du wieder in dem Raum mit dem Wavebeam bist, sagst du mir mal Bescheid. Mit dem Wavebeam? Ja, ja. Ich sag doch, da müssen wir eigentlich schon hinkommen. Ja, ja. Vielleicht doch. Du glaubst es mir nicht. Ja, dass wir da hinkommen müssen, das weiß ich, ne? Das funktioniert anders. Ich bin auch woanders lang gegangen. Das funktioniert anders. Oh, weißt du das erst jetzt? Nachdem du das Spiel schon dreimal durchgespielt hast? Weil ich nochmal auf die Karte genau geguckt habe. Warum hast du nicht direkt mal auf die Karte genau geguckt? Weil ich noch so gestresst vom Arbeitstag war. Okay, das lasse ich gelten. So, also. Sind wir schon wieder im Safe-Raum? Ja, 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 ja. Wir gehen ja schon weiter. Keine Sorge. Und hui. Weißt du jetzt, wo ich bin? So, soll ich jetzt hier. Ja, doch, hier weiter und dann runter. Nee, eins weiter runter. Guck mal, wer da so schnell springen kann und direkt gezielt die Viecher trifft.
Tja, was soll ich sagen? Wenn du jetzt noch ohne den einzufrieren da drauf gehst. Warum? Brauchst du. Pff, warum soll ich mich da stressen? Wenn ich eins in Spielen immer schon gehasst habe, dann über fahrende Plattformen springen zu müssen. Oder auffahrende Plattformen. Aber dir zuliebe versuche ich es mal. Guck. Siehst du, geht doch alles. Die gehen ja sogar weiter runter, wenn man draufsteht. Habe ich gar nicht mitgekriegt vorerst. Mhm. Ja, du kannst doch schon. Also, die ja. Zweite Tür. Nee, nimm mal die erste. Warum denn die erste? Nimm mal die erste. Oh, Herrgott, nochmal hier. Mei. Laufen Sie bitte ganz nach rechts. Ja, das ist doch der Raum hier. Ja, laufen Sie bitte ganz nach rechts. Ja, ich arbeite ja schon dran. Schießen Sie nach oben. Ah, ich glaube, wir kommen hier also aber nicht hoch. Das nicht, ne? Nee, wir kommen nicht hoch. Oh. Wir müssen schon unten lang. Oben lang. Nee, das kann nicht sein. Spreng mal irgendwie hier rum. Ich spreng da oben mal rum, vielleicht gibt's da oben irgendwie. Nee, ich glaube. Wenn dann sprengen. So. Nee. Keine Chance. In der Mitte gehen, glaube ich, die Stacheln kaputt. Ich weiß es nicht. Da komm, den Brief werden wir wohl jetzt noch kriegen hier. Kann nicht wahr sein. Langsam. Ja. I know. Du bist so voller Elan reingestartet. Ja. Du kannst ja aus der Entfernung mal auf diese Tür schießen und gucken, ob sie aufgeht. Ah. Was habe ich denn vorhin gesagt? Wenn du jetzt noch dieses Ding treffen. Was habe ich denn vorhin gesagt, dass wir da durchkommen? Nein, da kann man nur mit dem Wavebeam durch. Daniel. Warum sind wir nochmal außen rumgelaufen? Mit dir spiele ich nochmal ein Spiel, wo du sagst, das hast du schon dreimal durchgespielt. So. Schneide da alles raus. Nee, das bleibt alles für die Nachwelt erhalten. Schaffst du das? Weiß ich noch nicht. Wenn ich nicht immer zu spät, zu früh abspringen würde, dann würde ich es wahrscheinlich auch schaffen. Oh je. Immer dieser Druck. Ob du es diesmal schaffst? Also jetzt aus Prinzip her müsstest du es jetzt schaffen. Siehst du? Mann. Wenn du dich jetzt von den Vieh runtergeschossen hättest oder du jetzt dich nicht daran festhalten kannst, ist dein das war auch schon wieder knapp. Kinders. Echt, ey. Ich glaube, wir haben es dann auch tatsächlich. Wenn du es jetzt schaffst, den Wavebeam zu nehmen und vorher hinfällst. Was macht denn der Wavebeam? Müssen wir den auswählen oder? Der schießt durch Wände durch. Ja, den wählst du bitte aus. Ja, nicht da! Ja, Papa. Der ist ja schon. Den Muschel. Warte mal. Beam. Der ist doch schon angewählt, wenn es gelb ist. Ice Charge Wave. Eigentlich musste. Ah. Nee, auf der Y? Nee. Mach mal den Eis aus. Quatsch. Auf R. Das mache ich aber sehr ungern aus, den Eis. Ist er aus? Das sieht auf jeden Fall schon anders aus. Ich glaube, der ist automatisch mit drin, Daniel. Der Wavebeam. Ja. Gucken wir mal. Jetzt gehen wir erstmal speichern. Geh doch erstmal speichern. Und dann machen wir eine kurze Sessionpause und dann geht's im nächsten Teil direkt weiter.
Diesmal hast du es wenigstens geschafft, nicht. Also, hier kommt man runter. Ja, sehr gut. Wenigstens, das hatte ich noch in Erinnerung. Wenigstens etwas. So, wo ist der nächste Safe-Raum? Hoch und links. Ja, aber du gehst mal hoch und rechts. Da ist doch noch ein Raum. Nee, da waren wir schon. Wir gehen hoch und links. Müsste ich jetzt schon was ganz Tolles sehen, was der Wavebeam macht? Ja, der geht durch die Wände. Nicht durch die. Durch die zum Beispiel. Boden. Tatsächlich. Coole Sache. Sehr schick. Oder hier durch die Wände. So, jetzt müssen wir auch nicht mehr hier rüber. Jetzt kann ich runtergehen. Ah. Geschafft! Geschafft! Ich werde nicht mehr. So. Das war heute eine schwere Geburt. Das war eine schwere Geburt, ja. Nächstes Mal kriegt der Daniel den Controller wieder und ich guck mal in das Buch rein. Genau. Gucken wir mal, ob das schneller geht. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Bis dann. Ciao.